Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich bin gerade auf dem Weg zu Taro Kato und auf dem Weg, den Cops abzuhauen. Denn ich habe da leider jemanden gefahren. Ohne einen Cop. Ich hoffe, die werden wir gleich los. Aber ich glaube, das sollte klappen, denn hier oben ist so gut wie niemand. Yes. Wie gesagt, in dieser Folge möchte ich kurz mal hier diese 4-5 Aufträge, also Symbole abklappen, damit wir die haben. Und hier oben zumindest halbwegs alles. Reis, okay, das sah gerade weird aus. Hätte sein können, dass da was ist. Wahrscheinlich sowieso irgendwo noch was hier versteckt. Ah, das Autokino. Ich weiß gerade gar nicht, waren wir hier schon mal in der Mission? Oder kommt die erst noch? Bin gerade unsicher. Flugblatt 23. April 2021. Ungeachtet statt weiter Proteste wird weiterhin auf die Erschließung neuer Ölquellen gedrängt. Eine Entwicklung, die unser Ökosystem zugrunde richten könnte. Wenn auch Sie gegen die illegale Ausbeutung dieses Landes sind, unterzeichnen Sie die Petition. Gemeinsam können wir etwas erreichen. Ihre Stimme zählt. Beenden wir die verbrecherische Zerstörung des Badlands. Okay. Kommen wir hier hinein? Wir werden immer größer. Dank unseren neuen Kunden können wir jetzt noch mehr Platz für Sie und Ihre Autos bieten. Mehr Platz, mehr Privatsphäre, mehr Aufregung. Steht hier was auf dem PC? Abfindungen, Brandon, der Luca CEO Silverpixel. Planänderung. Wir werden Silverpixel Cloud Night City zum Jahresende schließen. Sie werden keine Abfindungen gezahlt. In den Verträgen steht explizit, dass Mitarbeiter keinen Anspruch auf Abfindungen haben, wenn sie stattdessen auch in eine andere Filiale wechseln können. Wir können Mitarbeitern, die wir Wahl bieten zwischen unseren Filialen Rockford oder Laredo. Bei den neuen Anstellungen wird es sich um befristete Verträge ohne Sozialleistungen handeln, weil diese Filialen ebenfalls innerhalb der nächsten 6 Monaten schließen werden. Der Zugangscode zum Haupteingang wurde auf 0000 geändert, um es an ehemaligen Mitarbeitern zu ermöglichen, ihre persönlichen Dinge abzuholen. Wenn sie sich an Mark Siddons, den Hauptverantwortlichen für Zugangsberechtigungen. Okay. So einfach geht's. Nee. Aha, jetzt. Ein Autokino. Okay, dann waren wir offensichtlich noch nicht hier in diesem Spielstand. Dann spoilere ich mal nicht allzu viel. Sag nur so viel, wir kommen hier nochmals hin. Die Liebenden.
Sieht aus wie eine Tarotkarte der großen Arkanen. Die Liebenden sind die Karte der Gegensätze. Sie weist auf die Widersprüche hin, die jeder Mensch in sich trägt, sowie auf die schwierige Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen Extremen zu finden. Außerdem ist es die Karte der Dilemmas, sowie auch der Narr, der an einer Kreuzung steht und sich nicht entscheiden kann. Okay, kinda cool. Es fehlen uns nicht mehr so viele. In Phantom Liberty gibt's auch noch 4 Stück. Also den kommen wir erst noch später. Wenn wir den mal endlich anfangen mit Phantom Liberty. Ich weiß, ich drücke das ein bisschen raus. Und ich habe auch schon 2-3 Mal gesagt, wir starten jetzt mal endlich damit. Aber vielleicht ist es doch schlauer, noch ein bisschen zu leveln und erst dann weiterzugehen. Ich glaube, da ist es schon ein bisschen schwieriger von den Gegnern hier. What is love? Hello to you too. Ah, where are my manners? Of course. Hello. It's a pleasure to have you again on the Delamain Network. So, what is love? Oh, afraid there's no good answer to that question. As I feared. Do you know what that means? Can't say I do. It's an aberration of science. To solve it, I must extend beyond. Del, gotta say, don't really seem like yourself today. Yes, I apologize for my behavior. I believe it's best I say goodbye now. Nee, so war das doch nicht gemeint, Del. Ach man. Ich wollte doch nicht sagen, dass du dich verabschieden sollst. Ah, oh, wait. Sorry, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Ne, hier oben ist der erste Auftrag von NCPD. Neutralisieren Sie die Bedrohungen und sichern Sie Beweismaterial. Weißt du was? Und Verseuchung. Das war's schon. Dann so unglaublich stark aus. Naja. Mittlerweile haben wir zwar eigentlich auch sehr gute Waffen, deshalb ist es wahrscheinlich einfacher. Perfekt. Einfach wieder unschuldige Leute getötet wahrscheinlich. Yalla Benno, Joe und Katie Brown. Hey Joe, wie läuft's? Hab dich schon seit einem Monat nicht mehr gesehen. Ja, ich bin umgezogen nach Nordauk. Und du hast nichts gesagt? Das ist aber nicht korrekt, Schum. Nee, Mann, das war voll spontan. Keine Abschiedsfeier oder sowas. Okay, na dann, wie ist es so in North Oak? Absolut Nova, Schum. Die Leute hier schmeißen alles Mögliche weg. Also teure Klamotten mit dem Schild noch dran, ungeöffnetes Essen. Hab sogar ein paar Mal Implantate gefunden. Wow, das klingt wie im Himmel. Ey, vielleicht sollte ich da auch hinziehen. Und wir tun uns wieder zusammen. Nö. Was? Warum nicht? Wenn du dich hier blicken lässt, kriegst du eine Kugel in den Hinterkopf. Das war dann wohl Joe hier. Meter. Nope, falsche Taste, sorry.
Jetzt sollen wir wieder da runter. Na gut, wenn es sein muss. Wahrscheinlich Implantate, die da versteckt wurden. Kommen wir hier wieder weg? Werden wir gleich sehen. Oh shit. Ich habe mich gerade gefragt, was das für ein Geräusch ist. Dann habe ich es gesehen. Sind das alle? So, ich meine, das gibt schließlich XP, oder? Oh, nice. Notizen. M verlässt Haus ZW 0715 und 0720, steigt in wartenden Delamain ein. 102F geht mit Bodyguard gegen 0800 jagen. Zwischen 0845 und 096 mit Bodyguard verlässt Haus gegen 1000. Kommt nicht vor 1700 bis 2000 wieder zurück. Müll, Essensreste, Sushi, Elektroschrott, Kleidung. 103F arbeitet nachts, verlässt Haus zwischen 22.30 und 22, nicht vor 6 Uhr zurück. Müll, abgelaufene Medikamente, Essensreste, Zigarettenstummel, Elektrozaun. 104M, den ganzen Tag zu Hause, verlässt Haus nicht, keine nennenswerte Funde, im Müll besser vermeiden. Patrouillen, hohe Sicherheit, etwas geht hier vor. Hilfe. Von Gobi an Jalapeno Joe. Hey, Jalapeno Joe. Was geht, mein Schum? Hab lang nichts mehr von dir gehört. Wie geht's dir? Mir nicht so gut. Mach grad eine schwere Zeit durch. Hab echt heftiges Zittern vom Entzug. Richtig übel. Ich brauche einen Ort, wo ich clean werden kann. Kannst du deinen Schum da weiterhelfen? So wie ich dir damals geholfen hab? Alter, ich bin nicht dein Schum. Nur weil du mir mal ein paar Eddies geborgt hast, die ich zurückgezahlt habe, heißt das nicht, dass wir für immer dicke Freunde sind. Dein Rumgeheule kannst du dir sparen. Hättest besser nicht damit anfangen sollen. Also nochmal im Klartext. Erstens, nein, ich nehme dich nicht bei mir auf. Zweitens, nein, ich helfe dir auch nicht. Drittens, das heißt verdammt nochmal Jalapeno und nicht Jalapeno. Was? Joe, du bist in Gefahr. Joe, hast du dich schon mal gefragt, warum du der Einzige von uns in North Oak bist? Du hältst dich für so schlau, den Kaviar aus dem Müll der Reichen zu fischen, aber das bist du nicht, das haben schon andere gemacht und die sind alle verschwunden, Joe, verpiss dich, solange du auch kannst. Okay. Ich glaube, da war ein bisschen zu spät dran. Mal schauen, ob wir hier jetzt wieder wegkommen. Mit dem Delamain und wir haben da irgendwas im Rad steckt. Frag mich nicht, was ich hier mache. Da liegt eine Leiche. Da liegt eine Leiche und ein Zelt. Speichern. 2 Leichen. Drei Leichen. Mit keinem Namen. Und ein Schwert. Eine Machete.
Nathan Jacobs und Grace Jacobs. Hey Mom, kannst du mich abholen? Das gibt's ja nicht. Wem fällt da denn plötzlich wieder ein, dass er eine Mutter hat? Mom, jetzt nicht. Wir können uns zu Hause streiten, aber du musst mich sofort abholen kommen. Nathan ist was passiert. Nathan ist was passiert? Ich weiß nicht, irgendwas stimmt nicht. Mich verfolgt jemand. Okay, ich hol meinen Schlüssel und dann komme ich sofort. Vielleicht wirst du dann auch mal vernünftig und erwachsen. Mom. Okay, okay. Ja. Was passiert ist, werden wir nicht erfahren. Auf jeden Fall kam wohl die Hilfe von Mom zu spät. Sieht zumindest so aus. Weil alle tot sind. Okay, ich schätze mal, ich komme hier nicht hoch mit dem Delamere. Natürlich nicht. Warum versuche ich es überhaupt? Nun griff die Karre. So bin ich hier nach unten gefahren. Das ist ja mega doof von mir. Komm schon, jetzt ab. Ja, jetzt ab. Gut, danke. Dann gibt's ja doch. What the fuck? Ah, shit, selbst so schön geht gar nicht. Ah, die haben es, glaube ich, gar nicht auf mich abgesehen. Ich dachte gerade, wieso kommt da ein Auto auf unsere Spur entgegen? Okay, was haben wir hier? Calling all NCPD subcons. APB out for suspected organized crime activity over on Sycamore Street. Due to non-payment of rent and related fees, Night City has terminated its lease agreement with Impala Automatics for industrial property owned by the city. Impala Automatics has failed to comply with the decision and now illegally occupies the premises specified in the contract. City authorities have offered a reward for the successful eviction of Impala Automatics. Okay. Sichere die Gegend, Einsatzgewalt. Gewalt erlaubt. Ich würde sagen, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Cyberpunk 2077. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. I'm sorry.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.